Philipp, wir können uns ja eigentlich auch langsam wirklich auf die Couch legen und jeden Tag nur mal einen Blick ins Depot werfen. Es steht immer höher. Ja, zumal wenn wir noch ein Dollar-Depot haben und der Euro ja nun auch fällt. Dementsprechend vorab die große Frage: Hat irgendjemand spannende neue Themen außerhalb der Agenda? Weil man muss dazu sagen, ich habe bewusst die FED-Sitzung, weil sie so unspektakulär, naja, nicht ganz unspektakulär, aber ich hab sie nicht drin. Möchte irgendjemand von euch sich schockiert zeigen von dem? Sie hat ja gewirkt, ne? Also, Ich möchte mich schockiert zeigen. Und zwar gibt es doch tatsächlich ernstzunehmende Gerüchte, dass Herr Paul eventuell noch eine Dienstzeit in Angriff nimmt, da fiel mir ein, ist das überhaupt erlaubt oder werden dafür Gesetze geändert? Weil ich meine, dass das ja nur eine einmalige Funktion darstellt. Und das würde bedeuten, dass einfach alles so weitergeht wie bisher und dass der Ballon sich noch weiter aufbläst. Ne? Denn das Team Biden und Paul, für die, die es nicht wissen, ehemaliger Investmentbanker, man kann auch sein Portfolio einsehen. Der ist mit über 100 Millionen am Markt und das ist immer ein bisschen, hat ein Geschmäckle, sagt man, wenn solche Leute dann über Zinssätze entscheiden und damit ihr eigenes Portfolio eventuell im Blick haben bei dieser Entscheidung, was doch recht umfangreich ist. Und wenn das jetzt nochmal so kommt, dann können wir uns auf jeden Fall also es ist schon beinahe obszön, weil die, die eben nicht am Markt teilnehmen, die gucken dann nochmal in die Röhre und die Depots, die wir so haben, werden einfach sinnlos weiter steigen, bar jeder Vernunft, bar jeder Bewertung. Und also, wenn ich, da wir heute Nachhaltigkeit, ESG und so weiter als Thema haben, dann finde ich das schon, obwohl ich mit davon profitiere, möchte ich mich trotzdem da ein bisschen mit verwundert zeigen, weil, naja, es ist, die Schere klafft dann noch weiter auf. Es gibt die, die davon profitieren und die vielen, die davon nicht profitieren. Und das finde ich nicht in Ordnung, wie das. Es hat ja Auswirkungen, solche Dinge. Jetzt kann man sagen, ja, das sind alles Entscheidungen, die müssen wir treffen, damit die Wirtschaft läuft, etc. Da müssen wir noch mehr Geld produzieren und in den Kreislauf hineinpumpen. Es ist auch so, bei dem Jay, du hast das schon mal angesagt, aktuell wird ein Dollar erschaffen von der Fed, um damit einen Effekt von 25 Cent zu erzielen. Also es fließt Geld hinein, was überhaupt nicht mehr den Wirkungsgrad hat, den es eigentlich haben soll. Also für einen Dollar produziertes Geld, Dollargeld, werden 25 Cent Wirtschaftswachstum erkauft. Das ist brutal und kann eigentlich so nicht wirklich auf lange Sicht funktionieren und gesund im Sinne von unserem Thema heute ist das schon mal gar nicht. Aber immerhin, ja, ja, ich sagte, immerhin versuchen die Amis ja zumindest mal diesen Anleihe, die Zweite Anleihekurse Sendung. zurückzudrehen. Während wir in Europa ja das nicht tun. Ja, wir sind sowieso, wir sind nur ganz, aber du siehst ja, was die Reaktion am Markt ist. Ja, und also es ist, du musst ja, Philipp, wir können uns ja eigentlich auch langsam wirklich auf die Couch legen und jeden Tag nur mal einen Blick ins Depot werfen. Es steht immer höher. Ja, zumal wenn wir noch ein Dollar-Depot haben und der Euro ja nun auch fällt, auch gerade weil eventuell die Zinsen ein bisschen erhöht werden, eventuell vielleicht, man weiß es nicht, dann profitieren wir ja nochmal in Dollar. Ja, also. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Aber ich wollte es nur mal so als Prälude hier mal hineinspielen, ja.
Aber ich denke, er kann einmal genau verlängert werden. So ist das bei den US-Präsidenten doch auch. Okay. Dass die Laufzeit sozusagen des Amtes zwar begrenzt ist, aber ich weiß nicht, wirklich, also nur einmalig kann ich mir nicht vorstellen. Klingt jetzt für mich nicht nach einer guten demokratischen Lösung. Insofern, können wir das nachgucken irgendwie? Oder? Oh, kann bestimmt irgendeiner mal nachgucken. Ja. Aber ich sag mal so, wenn du da drauf kommst, dann könnte es sein, dass irgendjemand anders bei der Washington Post da 2 Tage später auch drauf kommt. Ja, stimmt. Ja. Also ich meine, was ich an dieser Geschichte halt spannend finde, ist, also es hält sich ja hartnäckig. Und es ist ja auch mit Zahlen relativ gut mittlerweile. Die amerikanische Wirtschaft kann eigentlich nur innerhalb von diesen Blasen wachsen. Und okay, wenn man jetzt halt so mehr oder minder hört, naja, also für mich ist keine Blase erkennbar, sagte der Chef von der Fed, dann würde man erstmal sagen, also wie gut ist der überhaupt noch in seinem Amt? Also ich meine, wenn selbst so ein Amateur-Investor irgendwo aus Dortmund Mitte mittlerweile relativ präzise sagen möchte, also irgendwie geht es nicht mehr mit rechten Dingen zu. Und da, und ich glaube, das ist halt das wirklich große Problem, vor dem man jetzt halt steht, ist, also ich meine, die Wirtschaft, und wenn sie denn halt wächst, ist sie in einer Situation, wo man halt sagen würde, ja, also klar, in irgendeiner Form erhöhen wir die Werte, gar keine Frage, aber halt quasi real, also ich meine, der wirkliche Output. Also was wird wirklich an Autos gebaut, Lebensmitteln hergestellt und so, das ist ja alles nicht mehr vorhanden. Also per se wächst die amerikanische Wirtschaft ja so gut wie gar nicht mehr. Das ist ja eigentlich alles outgesourced, also die Werkbank der Welt liegt halt überall, nur nicht mehr in Amerika. Gleichzeitig steigen halt intangible Werte in halt wirklich also astronomische Höhen. Und also kommt man seinem Job noch nach? Und auch da finde ich die Frage sehr gut. Also ich meine, wie lange kann man den Job noch machen, wenn halt quasi das Beste, was man anzubieten hat, in einer Zeit, wo halt ein Autobauer, der einen Bruchteil, ein Zehntel von dem verdient, was sowas wie Amazon, Google, Microsoft, also halt wirkliche Billionen-Euro-Konzerne halt machen, halt auf solche Bewertungen kommt. Also irgendwo muss man doch sagen, also mit prognostiziertem Wachstum in der Zukunft, ja, aber ist es nicht aktuell an so einem Punkt, wo man irgendwie handeln müsste? Oder wird da halt eigentlich nur noch am laufenden Band der Markt frontgerannt, weil man halt ganz genau weiß, was man am nächsten Tag sagt. Und das millionenschwere Portfolio bewegt sich natürlich dementsprechend. Ja. Also Amerika wirklich außerhalb. Man hat sich halt in diese Lage mal reinmanövriert, wo man eigentlich quasi handlungsunfähig ist. Genau. Ich meine, wenn du einmal falsch zuckst in die falsche Richtung, dann bröckelt ja alles zusammen. Also wir in Europa sind noch schlimmer dran. Bei uns werden dann halt ein paar Staaten direkt pleite und dann macht es bumm. Ja. Und dann heißt jeder für sich. Ja, genau. Ja, das wäre auch schlecht für die Europa-Idee. Ne? Absolut. Ja. Das wird sie beerdigen, glaube ich. Ja, ja. Ja gut, aber ich mein, also Amerika ist ja eigentlich noch viel anfälliger für diese ganze Geschichte, weil sie halt auch über diesen 401k die halbe Bevölkerung am Markt haben. Ne? Also halt quasi, ich möchte nicht Notenbankchef sein, wenn sich vor meinen Augen halt einfach so eine maximale, so eine Riesenblase bildet und du stehst halt da und du weißt, also wenn du das falsche Wort nur in den Mund nimmst, führt das halt dazu, dass du halt einfach die Ersparnisse von dieser ganzen Bevölkerung, die da lebt, halt einfach ausradierst und halt auch gerade die jetzt halt kurz vorm Ruhestand stehen, und das ist ja dieser demografische Überhang, dem kann man das ja überhaupt nicht mehr zumuten. Und dass die natürlich alle schlecht diversifiziert sind, weil wenn ich Anlageprodukte verkaufen würde, dann würde ich ja auch keine günstigen verkaufen. Das heißt, also ich gehe eher in die Spekulativen. Das sieht natürlich also auch in Amerika per se, also auf dem Boden selbst, beim kleinen Mann ja auch dementsprechend schlecht aus. Ja. Das ist halt wieder dieses China, nur irgendwann kommt der Punkt, dass der Markt sich halt selbst regulieren will. Genau, das ist es. Ja, weil es ist nun mal, dass wir in Zyklen leben. Dass wir können das nicht ausgleichen und diese Blase wird irgendwann wieder zumindest schrumpfen. Ne? Und das muss wird dann klar. Ja, ja. Und bei Twitter gibt es ja auch einen Perma-Bär, den Sven Henrich, und der in London sitzt und dort immer auch das Ganze schön beobachtet. Und der schreibt dann immer böse Tweets, zum Beispiel, dass man auch, also eigentlich auch genau timen kann, wann das passiert, nämlich wenn die Herren Paul und Konsorten ihre Long-Positionen alle abgebaut haben, alle an die dummen Retail-Anleger weitergegeben haben, werden Maßnahmen ergriffen. Aber erst müssen die Portfolio-Positionen reduziert werden und ausgecashed werden. Ne? Also eine böse Vermutung, aber wir werden hinterher sehen, ob es so wird.
Also was die Amtszeiten angeht, ich habe mal kurz irgendwie nachgeschaut, man erinnert sich ja auch noch gerne an Alan Greenspan, der hält den Rekord, der war fast 19 Jahre lang Vorsitzender der Notenbank. Von August 1987 bis Januar 2006. Also insofern, mit den Amtszeiten scheint es da keine Einschränkungen zu geben. Oder die haben es irgendwann mal geändert. Also langjährige Präsidenten da sind nicht ungewöhnlich auf dem Posten. Okay. Ja, sky's the limit bei den Amtszeiten und den Märkten.